Aus dem Erzgebirgsalmanach. Am 24. Juni 2010 wurde in Schwarzenberg ein neu geschaffenes Kunstobjekt enthüllt. Zuvor sprach Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer zum Werdegang. Im Februar 2010 hatten die Stadträte beschlossen, dem Andenken an Stefan Heim für seinen Roman Schwarzenberg einen Platz zu geben. Die Wahl fiel auf die Grünanlage am Rathaus, die zuvor neu gestaltet worden war. Dann standen die ortsansässigen Künstler im Wettbewerb. In dieser Zeit mussten Vorschläge her. Unter 8 Entwürfen fiel die Wahl auf den von Hartmut Rademann. Bruder Max Rademann las vor der Enthüllung Schlüsselstellen aus Stefan Heims Roman Schwarzenberg. Ein Zitat findet sich auch auf dem Kunstobjekt wieder. Oberbürgermeisterin und Künstler enthüllten es gemeinsam mit Künstler Jörg Bayer. Bayer hatte sich als Stadtrat zuerst für einen Platz zur Würdigung von Stefan Heim in Schwarzenberg stark gemacht. Das Kunstwerk zeigt neben dem Buchzitat auch eine Zeichnung. Diese entstand nach einer Stefan Heim-Fotografie von Stefan Moses. Unter den Gästen der Feier war 2010 Dr. Eberhard Itzenblitz. Als Regisseur war der 2012 verstorbene Itzenblitz für mehr als 80 Fernsehfilme verantwortlich. Darunter auch der Film Schwarzenberg.